Ihr wisst ja momentan, der Server ist nicht erreichbar, sprich gesperrt. Das liegt aber einfach dann daran, momentan wird auch nebenbei an dem neuen Server fleißig gearbeitet und wir haben alle die Hoffnung, dass der neue Server Mitte Mai bereits laufen wird. Wir können es noch nicht direkt versprechen, aber wir sagen mal so circa Mitte Mai wird hoffentlich auch der neue Server perfekt laufen. So, Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Rank PvP. Mal wieder zur kleinen Abwechslung habe ich mir einfach mal gedacht, eine Runde PvP, da habe ich mal wieder richtig Bock drauf. Und da kann ich nebenbei wieder ein paar Sachen ansprechen, da habe ich auch besonders Bock drauf. Und wer ist denn das? Tom LJ. Ich kenne ihn nicht. Dein Gegner ist momentan in der Ranked Warteschlange. Schade. Ich kenne ihn zwar nicht, aber er steht auf jeden Fall jetzt hier vor mir und hat seinen. Und weg ist er. Und wir momentan 1020 und ich würde mal sagen, wir spielen einfach mal eine Runde und nebenbei kann ich noch eine kleine Sache ansprechen. Und zwar erstmal zum Thema Flummelchen-Server. Und zwar ist es momentan so, ihr wisst ja momentan, der Server ist nicht erreichbar, sprich gesperrt. Das liegt aber einfach dann daran, momentan wird auch nebenbei an dem neuen Server fleißig gearbeitet. Und wir haben alle die Hoffnung, dass der neue Server Mitte Mai bereits laufen wird. Wir können es noch nicht direkt versprechen, aber wir sagen mal so circa Mitte Mai wird hoffentlich auch der neue Server perfekt laufen. Oh shit, ich kann nicht weg. Ich habe eben nicht gecheckt, dass er schon so dicht ist. Ah, Mist. Da habe ich ein bisschen Zeit jetzt verloren, besonders viel Leben. Okay, er ist weg. Dann kann ich ein bisschen Leben regenerieren. Perfekt. Und zwar wird dann circa der neue Server Mitte Mai wieder laufen. Also nebenbei fleißig dann gearbeitet. Es werden neue Plugins hochgeladen und so weiter und so fort. Das wird eine richtig schöne Sache. Ich freue mich da schon richtig drauf auf den ganzen Wandel auf die ganze neue Art vom Server, da habe ich richtig Bock drauf und es macht mega Spaß und es wird auch mega Spaß machen. Hoffentlich freut ihr euch genauso wie ich mich freue, weil ich weiß es ja noch nicht, wie es quasi, weiß ich ja auch noch nicht extrem viel mehr, als ihr bis jetzt wisst und deswegen freue ich mich da mega drauf, wie der Server nachher im Endeffekt aussehen wird. GG. Ich habe da richtig Bock drauf, vor allem habe ich auch richtig Bock drauf, dann aufzunehmen. Das wird eine richtig schöne Sache und das war schon die erste Runde. Das war erst die erste Runde. Wir haben schon ein paar Minuten dafür verbraucht, ne? Und da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Auf die ganze komplett neue Umstellung. Ah. Mist. Wir müssen uns den Kollegen noch hier irgendwie kurz holen. Bevor wir gleich den kürzeren ziehen. Okay, er möchte also da hinten lang. Natürlich ganz gefährliche Idee. Oh, 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 komm. Den müssen wir uns noch schnappen, bevor er. Wir haben es geschafft. GG. Den haben wir schon mal gekriegt. Den haben wir uns schon mal geholt. Der hat uns nicht irgendwie umgerempelt. Ich weiß gar nicht, ist gerade von uns jemand von uns online? Du wurdest von. Ach, der möchte. Nee, ich möchte jetzt kein Bad Wars spielen. Ich habe sogar gerade keine Lust auf Bad Wars. Ich möchte ein bisschen PvP spielen gerade. Wenn ich nebenbei besser reden kann bei Bad Wars, dann muss ich mich zu viel drauf konzentrieren, auf richtiges Bauen. Nicht Bow spammen. Aber 10 Pfeile, die möchte ich schon nutzen. Die 10 Pfeile möchte ich schon nutzen. Natürlich, wenn schon richtig, ganz klar. Oh. Ach, kacke. Kacke. Jetzt guck mal von da hinten. Okay. Shit. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe oder ob ich ihn nicht treffe. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich treffe ihn nicht. Der macht hier solche linken Nummern. Gut, dann holen wir uns ihn so. Dann machen wir das so. Dann regen wir die ganze. Das war. Ah, komm. Bitte. Ja, haben wir bekommen. Jetzt kann man gar nicht mehr GG schreiben, weil man sich wiederholt. So. Und was ich als zweites ansprechen möchte, was mich mega freut, ist die Sache, dass GTA 5 richtig gut ankommt bei euch und das freut mich mega, weil ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Das macht mega Spaß einfach, vor allem jetzt auch schon die Story macht. Oh, was war das denn eben von mir? Die Story macht einfach mega Spaß. Irgendwie bin ich mich gerade ein bisschen verhaspelt hier. Und die Story macht auf jeden Fall mega Spaß. Allgemein GTA macht mir richtig Bock. Ich habe mich ja schon damals gefreut, als es nur angekündigt war, GTA 5 für PC oder es kommt für PC. Nachdem es zuerst für die Konsolen draußen war und darüber mich ja schon mega gefreut gehabt. Und jetzt auch noch mit
der Story dazu und allgemein nachher später auch noch der Online-Modus, auf den ich mich auch noch besonders freue. Da habe ich richtig Bock drauf und deswegen bin ich mega begeistert über die positive Resonanz über das Projekt, über das GTA-Projekt und deswegen freue ich mich jetzt weiter zu spielen. Ich bin richtig Bock drauf, ich bin gespannt, was alles noch passiert ist, alles noch zu erleben werden und ich denke mal, das wird ganz schön. Nachher auch später, wie gesagt, der Online-Modus, den man ja auch mit mehreren Leuten dann spielen kann, ist nicht so auf die Story bezogen, die ja nochmal alleine gespielt wird, sondern nachher auch später der Online-Modus, den wir dann auch mit mehreren Leuten spielen können. Da hat er uns auseinandergerissen. Na gut, und dann würde ich sagen, war es auch schon mit diesem kleinen Video. Ich wollte euch da mal ein paar Infos einfach da lassen, wie es momentan so steht mit dem Flummelchen-Server, dass ich mich auch wirklich freue über eure positive Resonanz, über das GTA 5-Projekt allgemein. Jetzt momentan ja die Story ganz am Anfang und später wird es natürlich auch noch Online-Folgen geben, ganz klar. Das ist ja auch nicht das, worauf die meisten sich dann immer freuen irgendwie, weil man einfach mit mehreren Leuten zusammenspielen kann und das einfach richtig Bock macht, wo man verschiedene Missionen machen kann oder man macht eigene Missionen, macht eigene Rennen oder wie man einfach Bock drauf hat. Und ich denke mal, das wird auch eine ganz schicke Sache und das wollte ich einfach mal jetzt unbedingt mal loswerden und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Morgen kommt wieder die neue GTA 5-Folge, morgen kommt dann die dritte Folge und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann ganz normal morgen wieder. Tschüss!